Akustikgitarre kann man auf verschiedenste Arten und Weisen aufnehmen. Man kann sie mit einem Kabel direkt in der Akustikgitarre aufnehmen, mit einem Mikrofon, mit zwei Mikrofonen, mit so vielen Mikrofonen, wie du möchtest. Man kann verschiedenste Mikrofonpositionen ausprobieren. Allen Methoden gemein ist, solange die Aufnahme gut klingt, hast du alles richtig gemacht. Es gibt also kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur klingt oder klingt nicht, wie so oft bei uns in der Audiowelt. Ich zeige dir heute mal eine Methode mit zwei Mikrofonen, bei der du nicht nur ein schönes, breites Stereobild von deiner Akustikgitarre malen kannst, also akustisch malen, kannst, sondern auch dafür sorgen kannst, dass sie gut klingt und zwar so gut klingt, wie der Akustikgitarrist seine Gitarre selber hört. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und eine Akustikgitarre aufzunehmen, ist ja erstmal kein Hexenwerk und schnell gemacht. Ne? Einfach Kabel reinstecken, wenn ein Mikrofon eingebaut ist, die Gitarre noch eben stimmen und schon kann es losgehen. Stimmen ist ganz wichtig, denn jede simple Aufnahme von einer gestimmten Akustikgitarre ist um Längen besser als eine Hightech-Aufnahme mit drei Mikrofonen, wo die Gitarre nicht gestimmt war. Also Stimmen nicht vergessen. Aber wie gesagt, schnell gemacht. Wenn du es ein bisschen feiner haben willst, stellst du natürlich Mikrofone auf. Und ich benutze seit neuestem eine Methode, Mikrofone aufzustellen, die vor allem zwei Probleme umschifft, die ich mit den Standardmikrofonpositionen habe. Was es genau damit auf sich hat, verrate ich dir gleich direkt mal am Beispiel und vor allem bei der direkten Aufstellung der Mikrofone. Und alles, was du dafür benötigst, sind zwei Mikrofone mit entsprechender Kabellage natürlich und zwei Mikrofonständer, einen vorzugsweise etwas größer mit einem Galgen. So, das schauen wir uns gleich mal am Beispiel an. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefällt, weißt du schon, ne? Einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Wir gehen jetzt mal rüber und ich zeige dir mal, wie ich die Mikrofone aufnehme und vor allem, was es damit auf sich hat mit dem Klang, der mir besser gefällt als andere Methoden. Also los geht's. So, da haben wir jetzt den Aufbau von dem Mikrofon, den ich gerade grob angesprochen habe. Zum einen ganz klassisch ein Kleinmembrankondensatormikrofon, was hier auf dem 12. Bund hört und was hier ganz normal mit einem Abstand von ungefähr, ich messe mal nach, ungefähr 20 cm hier steht. Also wirklich eine ganz klassische Mikrofonposition. Und zum anderen das Mikrofon, was ich schon erwähnt habe, was mir halt über die Schulter hört, also schaut eigentlich, aber hört, denn es hört ja von oben runter auf den Korpus und hat da zwei Vorteile auf jeden Fall. Zum einen, es hört an der Position, wo ich die Gitarre normalerweise auch höre. Ich habe mich eine ganze Zeit lang gefragt, warum meine Gitarre bei Aufnahmen immer so völlig anders klingt als das, was ich eigentlich höre. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass ich die Gitarre nicht da aufgenommen habe, sondern hier aufgenommen habe, also eine völlig andere Position. Die Gitarre klingt ja auch von vorne völlig anders, für Zuschauer zum Beispiel, als für den Gitarristen. Also zum einen nehme ich hier den Sound auf, den ich normalerweise als Gitarrist höre. Zum zweiten fange ich mir kein tieffrequentes Wummern aus meinem Schallloch ein, denn hier kommt eine ganze Menge tieffrequentes Material raus und da muss man immer experimentieren mit dem Mikrofon, wo man das hier genau aufstellt, in welchem Winkel und so weiter, damit man sich nicht zu viel tieffrequentes Material einfängt. Das Problem haben wir hier nicht. Hier wird die Gitarre direkt da aufgenommen, strahlt hier runter oder scheint hier zu hören auf den Korpus drauf und auch dieses Mikrofon ist ungefähr 20 cm vom Korpus entfernt. Wenn du jetzt sagen solltest, gibt es da nicht Laufzeitunterschiede, die Saiten sind doch viel tiefer oder so, können wir ja gleich mal in der DAW gucken, wenn die da sein sollten, dann kann man das ja immer noch korrigieren. Ich glaube aber, dass der Korpus hier auch schon eine ganze Menge Sound abgibt, von daher ist die Klangquelle hier eh so ein bisschen diffus aufgeteilt. Und der Abstand, wie gesagt, wenn es da Laufzeitunterschiede geben sollte, dann können wir die später in der DAW noch ausgleichen. Wichtig ist aber vor allem, was kommt denn eigentlich hinten raus? Deswegen machen wir jetzt auch mal eine Testaufnahme. Dazu nehme ich mir mal einen Kopfhörer und da noch ein kleiner Tipp meinerseits, nimm einen geschlossenen Kopfhörer, also einen Kopfhörer, der relativ wenig Sound von deinem Playback rausjagt, weil diese Muschel hier, die rechte Muschel, ist schon relativ nah am Mikrofon dran, da kann es schon mal sein, dass man sich Schlagzeug einfängt und wenn du ganz sicher gehen willst, dann machst du es wie ich hier, dann machst du einfach das Kabel ab von der rechten Muschel, dann kannst du sicher sein, dass da gar nichts rauskommt. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn das Playback nur von links kommt, aber auf der anderen Seite kann man dann sicher sein, dass man sich in dem Mikrofon definitiv kein hochfrequentes Gezissel von seinem Playback einfängt oder sonstiges irgendwie. So, jetzt sehen wir uns aber dann gleich in der Session. Vorher machen wir eine Aufnahme. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und falls es dir zwischendurch doch zu langweilig werden sollte, so ein 3,5-Minuten-Song, der muss ja auch von vorne bis hinten durchgespielt werden, kannst du im Kapitel 1 weiterspringen und dann kannst du direkt gucken, was dann dabei in der Session rausgekommen ist. Da sehen wir uns gleich, aber jetzt erstmal die Aufnahme. Also viel Spaß. Thank you.
So, da sind wir schon in der Session und bevor wir uns die Aufnahme jetzt mal im Detail anschauen und vor allem anhören, der kleine Hinweis meinerseits, falls du Lust hast, dir die Spuren runterzuladen, kannst du das sehr gerne tun. Wenn du Zugang zum Basis- oder Premium-Bereich im Recording-Blog haben solltest, dann findest du da im Blogartikel oder aber im Download-Bereich einen Link, da kannst du dir die beiden Spuren mal runterladen, um sie dir in deiner eigenen DAW und vor allem in deiner eigenen Abhörer auch mal anzuhören. Und falls du mich hier bei YouTube über den Mitglied-Werden-Button hier unten auch unterstützen solltest, findest du auch da einen Link, wo du dir die Spuren runterladen kannst. Das aber nur vorweggeschickt und vielen Dank übrigens für eure Unterstützung auf diesen Wegen. Wir hören aber jetzt mal rein. Ich habe beide Mikrofone erstmal mono in die Mitte reingepannt, wie man hier sehen kann, und auch beide Fader auf Null gestellt. Das heißt, wir hören jetzt beide Mikrofone quasi gleichberechtigt. Ja, ich bin mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Los geht's. Also erstmal eine blitzsaubere Aufnahme, würde ich sagen. Da ist nichts, was stört irgendwie. Das klingt nach Akustikgitarre. Am besten, wir hören mal in die einzelnen Signale rein. Also nehmen wir erstmal das Mikrofon von vorne, die klassische Aufnahmeposition von vorne, gerichtet auf den 12. Bund. Super, also wirklich sehr gefällig, sehr rund, schöne Brillanz, aber nichts überbetont. Also wird sofort klar, warum das im Prinzip die klassische Aufnahmeposition ist, wenn man vor allem nur mit einem Mikrofon aufnimmt. Da hat man alles, aber so ein bisschen ist der Klangeindruck so ein bisschen wie so ein Smiley-Face, ne? Wie so ein Smiley-Face-Equalizer. Man hat Bässe, man hat Höhen, Mitten sind jetzt nicht ganz so mega präsent. Mit anderen Worten, ist ein gefälliges, schönes Signal, aber ob sich das im Mix perfekt durchsetzen würde, wage ich fast schon zu bezweifeln. Da müsste man vielleicht ein bisschen eingreifen. Aber hören wir mal in das Signal von dem Schultermikrofon rein. Mal gucken, wie das klingt. Im direkten Vergleich zu dem von vorne. Wenn ich ehrlich bin, da sind die Mitten. Ne? Also erstmal klingt es ein bisschen mehr nach dem, was ich eigentlich mit meinem rechten Ohr höre. Ich höre eigentlich mit beiden Ohren, aber es klingt schon ein bisschen näher an dem, was der Gitarrist selber hört von seiner Akustikgitarre. Ist ja auch klar, die ist so gebaut, dass sie nach vorne abstrahlt. Der perfekte Sound soll nach vorne rausgehen, nicht nach oben zum Gitarristen. Ne? Der Wurm muss ja auch dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das aber nur am Rande. Aber das sind die Mitten, mit denen man im Prinzip dafür sorgen könnte, dass die Akustikgitarre dann auch durchsetzungsfähiger wird im Mix. Wenn du also feststellst, dass deine Akustikgitarrenaufnahme sich vielleicht nicht ganz durchsetzt, musst du entweder mit dem Equalizer nachhelfen oder aber mit einem zweiten Signal. Und wir können das ja mal stufenlos hinzuschieben. Mal gucken, was passiert mit dem vorderen Mikrofonsignal, wenn man die Schulter mono dazu schiebt. Einfach so stufenlos mal. Aus. Also du siehst, man kann es auch, das zweite Signal, wenn man die Gitarre nur mono betreiben würde, durchaus als eine Art Equalizer-Ersatz benutzen, um damit einfach stufenlos den Sound zu verändern. Natürlich wird es auch ein bisschen lauter, aber insgesamt hat man da schon gute Möglichkeiten, den Sound zu verändern. Wir können ja mal kurz gucken, ob da ein Laufzeitunterschied zwischen den beiden Signalen ist. Wir haben sie ja eigentlich gut ausgemessen mit dem Zollstock oder mit dem Metermaß heißt es, glaube ich, ne? Und können ja mal kurz gucken, hier an dieser einen Stelle, hier ist so ein guter Peak, wo man das vielleicht ablesen kann, ob da wirklich ein großer Laufzeitunterschied ist zwischen den beiden Signalen. Mal gucken, wie da die Ausschläge sind, die Amplituden. Wir gehen mal hier auf diese hier. Aber guck mal, die sind relativ ausgeglichen. Ne? Hier geht die Amplitude nach oben, hier geht die Amplitude nach oben. Das scheint also relativ wenig Laufzeitunterschied zwischen den beiden Signalen zu sein. Aber wir können ja mal testhalber trotzdem das Plugin Auto-Align draufpacken von Sound Radix. Das gleicht nämlich Laufzeitunterschiede zwischen zwei Mikrofonen, die dieselbe Quelle aufgenommen haben, aus. Und wir nehmen einfach mal das Auto-Align hier für den ersten Kanal und dann schieben wir das nochmal rüber. Hier kopieren das auf den zweiten, sodass das auf beiden drauf ist. Also einmal Front, einmal Schulter. Und bei dem Frontsignal stellen wir mal hier auf Senden auf Kanal 1. Bupp. Na, macht er jetzt nicht? Warum nicht? Nochmal kurz hier.
Ah doch, jetzt macht das. Und bei dem Signal auf der Schulter machen wir mal Empfangen, also Receive auf Kanal 1. Jetzt sind die beiden Plugins miteinander verknüpft. Das eine Plugin sendet sein Signal zum anderen rüber. Das misst den Laufzeitunterschied und justiert den dann passend. Und falls da eine Phasenschwierigkeit sein sollte, wird die auch ausgeglichen. Also kleiner Tipp meinerseits, wenn du damit immer Schwierigkeiten haben solltest oder das nicht händisch machen willst, ist Auto Align durchaus ein gutes Tool, mit dem man das machen kann. Jetzt messen wir mal kurz. Ich klicke hier dazu auf diesen Detect Delay und Polarity Knopf, der identifiziert also die Laufzeitunterschiede und die Polaritätsprobleme, falls welche da sein sollten. So. Achte mal drauf, wenn es gleich umspringt, wie der Sound sich ändert. Also, es scheint ein kleiner Laufzeitunterschied zu sein, der hier angezeigt wird mit 11 Samples. Das scheint jetzt nicht allzu viel zu sein. Wie viel ist das in Zentimetern? In Millisekunden ist das 0,25 Millisekunden, also eine Viertelmillisekunde. Und in Zentimetern ist das hier 8,5 Zentimeter. Vielleicht genau die Differenz zwischen dem Korpusoberkante und den Seiten müsste man mal ausmessen. Aber der Sound hat sich ein bisschen geändert, ist aber jetzt nicht besser oder schlechter geworden, sondern nur anders. Wir lassen das einfach mal drin jetzt hier, das Auto-Align. Und komm jetzt zu dem Punkt, wo du wahrscheinlich schon die ganze Zeit drauf wartest. Was passiert denn eigentlich in Stereo mit dem Signal? Wie klingt es denn eigentlich in Stereo? Das heißt, wir schieben jetzt mal das Frontsignal auf die linke Seite und schicken das Schultersignal auf die rechte Seite. Und jetzt gibt's das Ganze mal in Stereo. Jetzt kommt das eigentliche Bild heraus, was wir ja eigentlich aufgenommen haben. Ein schönes, großes Bild sollte dabei entstehen. Mal gucken, wie die Akustikgitarre jetzt klingt. Also, los geht's. Ich gebe mal den Rest vom Mix dazu. Wunderbar. Damit kann man nur festhalten, der Plan ist aufgegangen. Es klingt wirklich ganz toll. In Mono hat man jede Menge Möglichkeiten, das Signal von seiner Akustikgitarre zu formen, ohne Equalizer benutzen zu können oder zu müssen vor allem. Und in Stereo klingt es wirklich großartig. Fand ich wirklich ganz großartig. Man müsste jetzt mal gucken, wenn der Mix noch dichter wird, ob es sich dann weiterhin gut durchsetzt. Aber man kann damit auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Ich bin damit sehr zufrieden. Du kannst dir, wie gesagt, die Spuren runterladen, wenn du mich über Mitglied werden hier bei YouTube unterstützt, da in dem Community-Bereich oder aber eben im Download-Bereich vom Basis- und Recording-Blog Premium-Bereich. Nee, habe ich das richtig gesagt? Im Basis- und Premium-Download-Bereich vom Recording-Blog. Da findest du den Link auf jeden Fall oder eben im Blogartikel. Und jetzt wünsche ich dir eigentlich nur noch viel Spaß beim Ausprobieren. Falls du eine andere bevorzugte Methode hast, deine Akustikgitarre aufzunehmen, dann schreib sie doch gerne unten in die Kommentare und ich bin gespannt, ob ich da auch noch inspiriert werde, vielleicht noch eine weitere oder vielleicht sogar eine bessere Methode herauszufinden, wie man Akustikgitarre gut und einfach aufnehmen kann, sodass sie perfekt klingt im Mix. Jetzt aber viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!